Gordo! Regum! Bata! Cheese! Genio! Die Genio Force! Oder, naja, okay, dann, wenn schon, dann richtig. Wir sind die fünf starken Finger an Freezers Hand. Wir sind die Ginyu Force. Ich finde den Auftritt so dämlich, lächerlich und... Ah. Ja, okay. Wunderbar. Die Ginyu Force, genau. Oh, ich liebe es. Also, das war eine wunderschöne Comedy-Einlage in der Serie. Und es ist echt schön, dass die hier mitspielen dürfen. Aber, ja, egal. Wer ist die Ginyu Force? Wir sind das unverwundbare, wir sind die unverwundbare Ginyu Force von Freezer. Was wollt ihr? Eure Dragon Balls. Niemals, Idiot. Was? Wie? Ja, und da haben sie schon alle, ihr seht schon, da oben liegen alle Dragon Balls. So ein Scheiß, ne? Ich würde mich ja selbst um euch kümmern, aber Freezer wartet auf die Dragon Balls. Ja, ja. Zeigt ihnen die Macht der Ginyu Force. Warte einen Moment. Bleib hier, Ginyu. Oder auch nicht. Ich werde mich um Vegeta kümmern. Ich kümmere mich um das Kind. Ja, das ist natürlich in der Show auch ein bisschen anders ausgelaufen. Anders gelaufen. Die haben drum geknobelt, wer sich um wen kümmern darf. Eigentlich wollte sich Gordo, der kleine Frosch da, Gordo, keine Ahnung wie er heißt, Gordo glaube ich, wollte sich eigentlich an Vegeta rächen, weil er mal irgendwann mit ihm aneinander geraten ist, aber dazu kam es dann nicht. Und ich weiß aus Erfahrung und weil ich die Serie gesehen habe und sowieso, dass Gordo oder Gerudo, wie er hier heißt, der Schwächste der Ginyu Force ist. Also werde ich all meine Macht, mein Können, mein Geschick und mein Talent daran setzen, erstmal den auszuschalten. Und wenn das erledigt ist, dann kann ich mich... Moment, geh mal zurück. Genau. Dann kann ich mich auch noch um Rikum kümmern. Ja, die Ginyu Force, herrlich. Schön, dass die hier sind. Mal gucken, was Vegeta macht, wenn ich ihn mitschicke. Ja, aber nicht auf Rikum. Schön, dass die da sind. Ja, Vegeta hat mal wieder keinen Bock, war klar. Eine sehr abrupte Kampftruppe, in Anführungszeichen. Also, wie gesagt, Gordo ist ein bisschen schwächlich. Ihr seht schon, da macht sogar Krillin ordentlich Schaden und das mit normalen Angriffen. Allerdings werden die zunehmend stärker. Ja. Und hier könnte es noch ein paar Probleme geben. Es ist jetzt eine Frage, wie das Spiel mein Vorankommen beurteilt hat. Ja, ich habe ja schon mal irgendwann zwischendurch erklärt. Je nachdem, wie man sich wo verhalten hat und so, kann sich das Spiel verändern. Und es ist jetzt durchaus möglich, dass wir nur Gordo besiegen und auf einmal Son Goku hier steht. Es kann sein, dass wir Rikum besiegen und dann Son Goku hier steht. Es kann sein, dass wir Gordo und Rikum besiegen. Trotzdem Son Goku nicht kommt. Und dann müssen wir noch gegen Jis und Bata kämpfen. Und dann kann es sein, dass Son Goku irgendwann zwischendurch auftaucht. Oder erst hinterher oder sonst irgendwas. Und klar ist natürlich, je eher Son Goku hier ist, desto besser für uns, weil wir dann natürlich viel, viel mächtiger sind. Son Goku mit seiner Kampfkraft von mittlerweile bestimmt 75.000 oder so, schätze ich jetzt mal. Er war ja vorher bei 67, 68 und hat dann noch ein Level-Up gekriegt, also man weiß nicht genau. Jedenfalls Son Goku dürfte da ziemlich gut mithalten dürfen. Und ja, dann wissen wir ja, er kann ja auch die Kaioken, mit der er seine Kampfkraft noch ein gutes Stück steigern kann. Also wäre es schon cool, ihn hier zu haben. Im Moment bin ich aber schon froh, dass die Jungs sich ganz gut halten. Also Gordo macht scheinbar jetzt nicht wirklich viel Schaden. Was Rikum so getrieben hat, habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Okay, okay. Son Gohan, du greifst einfach beide an. Das klingt nach einem Plan. Krillin, du machst das hier auf Gordo und Tenshinhan, du machst auch was auf Gordo. Und der Rest bleibt zu Hause. Wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Weil ich habe jetzt zwei oder drei gute Ki-Attacken. Und ich weiß, dass ich noch ein paar Kämpfe vor mir habe hier. Ja, ich habe ja gesagt, heute geht es mal ein bisschen storymäßig voran und ich bin echt froh, dass wir jetzt bei der Ginyu Force sind, weil das ist cool. Dann ist es jetzt auch gar nicht mehr so weit bis zum Ende vom Spiel. Okay, ist schon noch ein bisschen was, aber ja. Wir haben es ja gesehen, es waren alle 7 Dragon Balls an einem Ort, ne? Und jetzt haben wir es nicht mehr. So ein Scheiß. Können wir uns schon wieder nichts wünschen. Freezer kriegt die Dragon Balls. Wir haben ein echtes Problem. Das sieht gut aus.
Guldo macht's nicht mehr lange. Und Rico macht einen Energy Beam. Jetzt bin ich gespannt. Aber Son Gohan weicht bestimmt aus. Oder auch nicht. Mensch, Junge. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. 3 Punkte Schaden. Ich glaube, die Sache mit Rikum könnte länger dauern. Guldo ist besiegt im Kampf. Wunderbar, dann kann ich dem gleich noch ein paar Sachen erklären. Was? Rikum greift zurück an? Wie kann das sein? Der ist sogar nicht angegriffen worden von Tenshinhan an. Sauber, Junge. Sauber. Okay, ein Plan wäre gut. Wir haben noch Kaios. Wir haben noch einen Kaio. Okay, den kriegt Son Gohan. Bei Vegeta wäre es zwar effektiver, aber Vegeta macht ja nie, was man ihm sagt, deshalb lieber Son Gohan. Okay, Son Gohan, du greifst an mit dem Stärksten, was gerade da ist. Tenshinhan, die geht's denn dir? Die geht's noch sehr gut. Dann greifst du mit an, aus Prinzip. Und Vegeta, du kommst hinterher wie die Altweiber-Fasnacht. So, Kampf gegen Guldo. Guldo, was auch immer. Ja, also Guldo wollte eigentlich gegen Vegeta kämpfen, hat aber beim Ausknobeln verloren und musste dann gegen die Kinder in Anführungszeichen kämpfen, also gegen Son Gohan und Krillin. Ja. Und es hat sich dann schnell rausgestellt, dass Guldo keine Chance hat. Also er kann zwar, indem er die Luft anhält, auch gleichzeitig die Zeit anhalten. Also solange wie er den Atem, die Luft anhält, solange bleibt auch die Zeit stehen für alle außer ihn. Und so konnte er sich dann natürlich prinzipiell einen Vorteil verschaffen. Allerdings waren Son Gohan und Krillin so schnell, dass sie Guldo völlig außer Atem gebracht haben und er deshalb nie lang die Zeit anhalten konnte und eigentlich immer nur auf der Flucht war, wenn er mal die Zeit angehalten hat. Bringt natürlich nichts, so kann man nicht kämpfen. Und als es gerade so ausgesehen hat, als würden Son Gohan und Krillin gewinnen, hat er dann irgendwie die beiden in der Luft paralysiert, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und hat sie dann irgendwo einen Baum gefällt und versucht sie mit dem aufzuspießen. Bevor er das allerdings umsetzen konnte, wurde er dann von Vegeta gekillt. Das heißt, Vegeta hat dann einen Energiestrahl direkt auf Guldos Kopf gemacht und hat ihn damit geköpft. Und als wenn das nicht reichen würde, hat er den Kopf dann auch noch in die Luft gejagt. Ja, Vegeta hat mal wieder keine Lust, klar. Wie immer. Ja, und damit war Guldo besiegt. Aber dann kam eben Rikum ins Spiel, der als nächstes dann folgen wollte. Ja, und da haben sie dann alle zusammen gekämpft. Also Krillin, Son Gohan und Vegeta zusammen haben alles gegeben, was sie können. Und hatten trotzdem nicht wirklich eine Chance. Sie haben ihm zwar schon ein bisschen zugesetzt, aber es hat nicht gereicht. Wir haben gesehen, vorhin hat Rikum irgendwie so einen komischen Strahl gemacht, den er aus dem Mund geschossen hat. Den haben sie auf elegante Art und Weise einmal abgewehrt, indem sie ihm einfach den Mund zugehalten haben. Also in dem Moment, wo er den abfeuern wollte, haben sie ihm auf den Kopf gehauen, sodass er seinen Mund zugemacht hat. Und dann hat er sich eben das Ding selbst den Mund hochgejagt und daraufhin ein paar Zähnchen verloren. Ich glaube, seine Frisur wurde auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch diverse Attacken und so weiter. Aber letzten Endes... Oh Moment, wie geht's denn? Oh, der geht noch gut genug. Das schaffst du schon noch. Letzten Endes waren sie halt dummerweise keine Herausforderung für den Penner. Ja, er ist mit ihnen fertig geworden. Und als es dann halt so weit war, dass er die drei hätte killen können, kam dann Son Goku und hat Rikum mit einem Schlag besiegt. Das scheint bei uns diesmal nicht der Fall zu sein. Andererseits, vielleicht wird das auch nach Runden gezählt. Wenn ich hier eine bestimmte Anzahl an Runden kämpfe, taucht Son Goku vielleicht trotzdem auf. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht habe ich auch Rikum einfach vorher tot, bevor Son Goku da ist. Was nicht unbedingt mein Vorteil wäre, weil dann müsste ich gegen Jizo und Bata zusammenkämpfen, glaube ich. Und das mit dem Team, naja. Ich meine, ja, guckt euch das an, Tenshinhan macht 3 Punkte Schaden und er ist mein zweitstärkster Kämpfer. Oh, der macht 8 Punkte Schaden, wenn er nachsetzt. Uhu. Ja gut, Vegeta, im Prinzip wäre Tenshinhan mein drittstärkster Kämpfer, wenn man sich auf Vegeta verlassen könnte, ne? Aber ich kann Vegeta nicht mitzählen. Der hat zwar eine Kampfkraft von 41.000, kämpft aber nur, wenn er gerade mal Lust hat. Deshalb gebe ich ihm auch keine Ki-Attacken. Das macht keinen Sinn, einem Charakter, der nur angreift, wenn gerade danach ist, eine Ki-Attacke zu geben. Oh Mann, Son Gohan. Tu dir selbst den Gefallen und weich aus. Ja? Ja? Nein! 2 Volltreffer. Okay, 70 Schaden, das geht ja noch. Wie geht's dir denn? Dir geht's eigentlich noch ziemlich gut. Ich mach mal ein Safe State. Man weiß ja nie. Okay, Son Gohan. Du machst einen Masenko hiermit. Tenshinhan. Du machst das hier. Du darfst sogar jeden angreifen. Ist das nicht toll? Yamchu, du kommst auch mal ausnahmsweise mit und machst eine Spirit Bomb. Vielleicht triffst du ja damit. Und Vegeta, ja, du weißt schon. Das Übliche.
Okay, Tenshin Han, zeig, was du kannst. Ich will was sehen. Naja, eine Z-Verteidigung kriegt wieder nur 3 Punkte Schaden. Das ist echt traurig. Ja, könnte ein spannender Kampf werden, ne? Also, Rikum teilt ja gut aus. Zum Glück habe ich genug Heil-Items da, ja. Kann nicht viel in die Hose gehen. Es sei denn, er killt mir wirklich in einem Zug Son Gohan. Das wäre schlecht. Weil dann wäre irgendwie Game Over und so, ne? Yes! Wenigstens ein Streifschuss. Besser, als wenn er ausweicht. Oh ja, jetzt greift der Yamcha an. Das ist klar, sobald Yamcha auf dem Plan steht, wird er auch angegriffen. Vegeta, du bist unfähig. Okay, vielleicht nicht so extrem unfähig, aber trotzdem unfähig. 9 Schaden. Wow, da macht der Tenshin Han mehr. Okay, und jetzt... Kugelblitz, Torpedo, yeah! Und bitte triff, bitte triff, bitte triff, bitte triff. Das wird zwar nicht so sonderlich viel Schaden machen, aber immerhin ein bisschen. Und Streifschuss. 7 Punkte. Ich habe irgendwie mehr erhofft. Ich hatte auch gedacht, dass er einen Volltreffer machen würde irgendwie, aber... Also ich habe gedacht, der erste Schuss geht vielleicht vorbei und dann zieht er nochmal rum und trifft ihn damit, aber... Nee. Okay, Son Gohan macht einen Masenko, wie immer. Krillin, du tust mir leid. Du darfst jetzt auch mal mitspielen. Du kriegst das hier. Tenshin Han, du kriegst das hier. Und Vegeta, die Drahentüte, kriegt das hier. Ich habe nur noch eine gute Ki-Attacke. Das war die beste von denen, die ich bis jetzt hatte. Aber ich müsste doch eigentlich was aufheben für die anderen Pappnasen. Ich könnte doch Ärger kriegen, wenn ich die nicht schaffe. Er greift jeden an und macht jeden richtig bösartig Schaden. Das gefällt mir nicht. Und er darf ja irgendwie manchmal zweimal angreifen oder so. Oder immer, ich weiß nicht, wie das bei den Bossgegnern halt so üblich ist. Die scheißen ja alle. Das könnte doch ein Problem geben hier. Aber das war gut, Tenshin. Hättest du jetzt nochmal nachgesetzt oder war das schon nachsetzen? Naja. Jo. Wer das hier ab? Masenko! Ja, in der deutschen Fassung nennen sie ja jede Attacke aus Prinzip Kamehameha oder so. Egal was Son Gohan macht, es ist immer ein Kamehameha. Egal wie es aussieht und überhaupt. Ich weiß auch nicht, was das soll. In der englischen Fassung haben die Attacken irgendwie alle andere Namen. Hab ich so den Eindruck, aber ist ja auch egal. Tut nichts zur Sache. Hat nichts mit unserem Kampf hier zu tun. Ja, das ist mein Kampf. Oh, könnt ihr den Arsch nicht endlich mal zerlegen? Ja, komm, jetzt aber. 10 Schaden. Oh, was mache ich jetzt? So frisch sehen die alle nicht mehr aus, aber vor allem so ein Gohan geht's dreckig. Egal. Einmal geht noch. Nimm die hohe Verteidigung. Die hohe, niedrige Verteidigung. Also, von den ganzen niedrigen Verteidigungen, die zur Auswahl ist, nimmst du die höchste. Okay, Vegeta, du kommst auch noch mit. Gott. Bitte, bitte, bitte. Das muss irgendwie klappen hier. Ich will doch nur gewinnen. Ich will doch nur spielen mit dir, bis du tot bist. Ich könnte den anderen natürlich auch Items geben. Ne? Ich habe ja noch Gurus, aber die will ich jetzt nicht so einfach verschenken. Andererseits, ich hätte 3 Stück davon und ich weiß, dass ich mir sie jetzt mittlerweile, glaube ich, auch kaufen kann auf Namek. Und ja, das hier sind jetzt erstmal für eine ganze Weile die einzigen Bossgegner, mit denen ich zu tun kriege. Ja, eine ganze Weile lang werden das die letzten sein. Naja. Ich weiß auch nicht, was ich machen sollte. Ich meine, selbst wenn ich Tenshin Hans Kampfkraft um 50% erhöhe, ist er immer noch schwächer als Son Gohan im Moment. Und was bringt mir das? Ich könnte Vegetas Kampfkraft um 50% erhöhen. Dann hätte er eine Kampfkraft von 60.000. Ein bisschen mehr. Also, dann wäre er schwächer als Son Goku, ja. Knapp schwächer. Aber da Vegeta ja nur angreift, wenn er wirklich Lust dazu hat, macht das wenig Sinn. Ja, es ist... Oh, jetzt macht er gleich mal einen doppelten Angriff. Ja, genau. Wie er Lust hat, ne?